Heute steigt die große Familienparty. Marisa hat einige Kilometer hinter sich gebracht, um ihre Lieben wiederzusehen. Ja, ich bin der erste Gast heute, weil ich aus Wien komme. Ich studiere jetzt seit einiger Zeit internationale Entwicklung und bin heute Morgen angereist. Muss auch morgen schon wieder weg, aber ich bin halt extra für die Poolparty gekommen. Ich freue mich total, alle wiederzusehen heute Abend. Langsam trudelt die ganze Familie ein. Wegen des kühlen Wetters wird nichts aus der Poolparty. Hauptsache, die Familie sieht sich mal wieder. Ich finde das natürlich immer schön, wenn die ganze Familie zusammenkommt, weil das haben wir wirklich nicht oft. Wir haben uns alle lange nicht mehr gesehen. Und jetzt, wo Soraya schwanger ist, ist es noch einmal was ganz Besonderes. Hallo? Oh, ihr seid ja schon alle da. Ja, ich freue mich riesig auf die Zwillinge, also ich will noch mehr. Und ich denke, da wird auch richtig was zu Hause los sein. Und ich hoffe, dass Soraya dann auch wieder ein bisschen relaxter ist. Wir kommen zusammen und dann wuselt jeder irgendwie, macht irgendwas. Mein Papa sieht meine Mama mal wieder und es ist schön, wenn wir mal zusammenkommen. Und das wird ja leider immer seltener. Ist alles absehbar. Ist ja, Schwangerschaft ist ja jetzt keine Krankheit, ist ja alles absehbar. Man weiß, bei der Stunde X ist alles vorbei. Und das finde ich schon in Ordnung. Mit meiner Freundin bin ich jetzt seit 6 Monaten zusammen. Meine Geschwister, klar, am Anfang ein bisschen eifersüchtig, aber sie hat ja ein bisschen vorgebaut. Sie kannte meine Geschwister, bevor ich sie kannte. Das ist auch der Vorteil, wenn man so viele Schwestern hat, dann fällt mal was Hübsches ab. Die Familie ist einfach, die nimmt einen auf, ganz herzlich, und das hat mich sehr an meine eigene Familie immer erinnert. Komm mal her. Gib mal ein Kussi. Wir müssen erstmal Feuer machen. Feuer! Marc und Sarah, ich möchte mich bedanken für diese Einladung. Im Namen der Familie ist es selten, dass wir so alle zusammenkommen hier bei euch. Und ich habe mir überlegt, was verbindet uns? Was verbindet uns jetzt noch seit der Hochzeit? Was ist eigentlich passiert? Und wenn ich mich umgucke, dann muss ich sagen, dass es ein Thema gibt, was euch alle, ja, was eure Situation bestimmt. Das ist für mich das Thema Lernen. Anna-Maria ist nicht da. Daran können wir sehen, wie schwierig es ist, die Familie zusammenzukriegen. Anna-Maria ist nämlich nicht da, weil sie lernen muss für eine Prüfung. Marisa, du lernst das wissenschaftliche Arbeiten in Wien. Analysieren, schlussfolgern. Er hat es auf den Punkt getroffen. Er hat das Lernen angesprochen. Und jeder von uns lernt auf ganz individuelle Art gerade. Und das hat mein Vater sehr gut getroffen. Und er schafft es irgendwie immer wieder in so Familienfesten, so ein Gefühl von Vertrautheit zu schaffen. Und das ist total schön. Sarah, du gehörst natürlich zu den Säulen dieser Familie. Vieles ist durch dich erst möglich geworden. Soraya wird noch einmal Mutter. Gratuliere, Soraya. Und Marc ist in Amerika aufgewachsen und Marc baut hier etwas auf. Marc, mein Respekt. Und nochmal, ich weiß, dass der Umgang mit meiner Tochter ja auch nicht immer so einfach ist. Ne? Und all das verbindet uns sehr stark. Ich glaube, Papa, der strahlt immer unbewusst so eine gewisse Autorität aus, immer noch. Und auf der einen Seite genießen wir es, alle zusammen zu sein, auf der anderen Seite ist es eben auch ein wilder Haufen. Und in dem Moment, wo Papa das Wort ergreift, wissen wir alle, okay, jetzt sind wir einfach ruhig, müssen wir zuhören. Und er fasst es dann ja auch immer alles sehr, sehr schön zusammen. Und man weiß genau, ja, das sind wir. Und hier sind wir wieder und das ist eigentlich momentan so die Lage. Oh, oh, hier brennt schon irgendwas an. Honey, you have to wait until it's not so hot. It's really hot right now. Hallo Leute, Essen ist fertig. Sit down. Essen ist fertig. Essen ist fertig. From the König, die Essen. Während die Familie isst, hat sich Lulu zurückgezogen. Sarah will, dass sie der Familie etwas vorsingt. Doch die kleine Schwester hat schwer mit ihrer Schüchternheit zu kämpfen. Ich muss jetzt vor meiner Familie singen und ich denke, es wird sehr schwer sein.
muss mich da überwinden. Aber ich denke, wenn ich das hier von meiner Familie nicht schaffe, dann werde ich das auch nicht auf einer großen Bühne schaffen. Du auch? Du hast gerade gespuckt, du. Wo ist Lulu denn? Lulu ist immer noch im Auto. Ach Gott. Und übt ihren Song. Die ist so aufgeregt. Ich möchte, dass sie heute vor euch singt gleich hier. Wir haben nicht eine Bühne aufgebaut. Du meinst, das macht sie? Meinst du nicht? Ich habe gesagt, Bedingungen. Entweder sie macht es hier vor der Familie. Ja, sie muss es ja. Oder sie macht es im Supermarkt mit mir irgendwo oder an irgendeinem anderen öffentlichen Ort. Und sie sagt, nee, dann lieber vor der Familie. Na, da bin ich aber mal gespannt. Das ist das erste Publikum dann. Also so. Sie möchte das Acapella, unbedingt machen. Sie erzählt mir die ganze Zeit, sie möchte das unbedingt machen. Mhm. Nee, sie hat eine CD. Da ist ein Playback drauf. Das lassen wir laufen und dann singt sie dazu. Ohne Mikro und ohne alles. Das ist schon heftig, das habe ich auch nie gemacht für Familie so. Mama. Nein, du gehst mir ein bisschen weitläufig aus dem Weg. Nee, das auch. Wenn ich genug Platz habe. Bis jetzt ein ganz normales Familienfest. Doch der Höhepunkt des Abends steht noch bevor. Lulus erster Gesangsauftritt vor der ganzen Familie. Coach Sarah steht der nervösen Schwester bei. So, Missy, ready? Für den ersten großen Auftritt? You can make a dragon. Remember the dragon? No, I want to have a dry, but I don't want to have a wet. So, weißt du, wie lächelt man, wenn ich jetzt hier mit der Fernbedienung... Nein, Mann, das ist wirklich... Also, wenn du mit der Fernbedienung auch alles schon gemacht. Glaubst du mir, hab ich alles schon gemacht. Lions don't cry. Tally? But I'm not a real lion. Oh, okay. Ja, natürlich ist es aber. Man ist normalerweise, man ist aufgeregt, das gehört dazu. Und du fühlst dich umso geiler gleich, wenn du fertig bist. Nee, ich glaub nicht. Das ist jetzt ziemlich. Wir machen das jetzt. Ich gehe jetzt raus und kündige dich an. Ja. Bleib gestanden. Hört mal, also. Ich möchte eine kleine Ankündigung machen. Jetzt heute Abend eine absolute Weltpremiere, ja? Sophia Luisa Lewe, nächste Weltstar. Heute Abend hier a cappella fast. Und seid ihr bereit? Ja! It's impossible to love you. If you don't let me know what you're feeling, yeah. Oh, it's impossible for me to give you what you need. I guess I wanna make it right. But boy, I'm sick and tired of trying to read your mind. And it's impossible. Oh, baby, it's impossible to love you. Also ich fand das schon sehr ergreifend, als Lulu gesungen hat, weil ich das so in der Form noch nie mitbekommen habe. Da sie sich ja zu Hause immer doch sehr ziert und sehr schüchtern ist. Aber ich muss schon sagen, das hat mich so ergriffen, wie auch mich trotzdem alle zwischendurch heute noch Auftritte von Sarah ergreifen. Nein, was soll man machen? Da kommt dann einfach so viel hoch in dem Moment. Es ist so zwischen Stolz und Überraschung und Erstaunen und... Und so tausend Sachen. Also bei mir persönlich war es ja so, dass ich die ganzen Bilder ihrer Kindheit, also so ganz viele kleine Bilder und Erinnerungen, die ich mit ihr habe, so gesehen habe. Und plötzlich steht sie da als fast schon kleine, also junge Frau und singt eine so gegen die Wand. Und es ist einfach so echt, so pur, so schön. So krass. Oh, ihr fangt voll an zu weinen. Ey. Ich mach voll, ich hab's ja noch nie gehört vorher. Weiß ich doch nicht, dass da jetzt sowas rauskommt. Ich bin noch so gerührt. Ich könnte auch schon wieder weinen eigentlich. Weil es einfach so schön ist, sie zu hören. Also sie berührt mich und ich glaube, das ist das, was Menschen tun sollen. Das hat uns alle berührt, mich auch. Also ich bin auch tief in mich gegangen, weil es meine kleine Schwester ist. Es ist nicht irgendjemand, zu dem ich keinen Bezug habe. Auch wenn die Familie nicht komplett war, fand ich es trotzdem einen tollen Nachmittag oder schön. Und man merkt doch dann immer wieder,
dass der ganze Halt oder die Kraft doch aus der Familie kommt, der immer stetig wachsenden Familie.